Hey. So yeah, the Surin Galar, that's a crypto news from 13th of May till today. I think it's the 21st of May. Yeah, right. So in English and in German. Yeah, that's a news, the crypto news vom 13. bis 21. Mai. Von mir präsentiert vom Entwickler des Geldcoins. So HSBC and Ing, the world's first blockchain-powered trading finance transaction. HSBC and Ing machten zusammen die welterste Blockchain-Handelstransaktion zusammen. Roger Ver, one of the first investors in a Bitcoin startup, expect Ethereum outperform Bitcoin by the end of 2018. Roger Ver ist der erste Investor eines Bitcoin-Startups, expects Ethereum outperform, dass Ethereum am Ende des Jahres 2018 Bitcoin überholt. Ja, wer weiß, glaubt da nicht so stark dran. I don't believe that. BasePay Company enables users to pay with Ethereum on 11 million locations. BasePay Company ermöglicht es Nutzern mit Ethereum an 11 Millionen Stellen zu zahlen. Yeah, this will further develop mass adoption. It's a great way. Das wird weiter ein super Weg. Sehr, I give calls hier, ich gebe auch Hinweise, Trading Signals, ja, Trading Signale. Mehr finden Sie dazu auf Telegram, t.me/sgeldercoins mit einem S am Ende. Sie brauchen die Telegram-App, finden Sie auf telegram.org für Windows, Apple und Android und eventuell ein paar andere Plattformen. Ja, yeah, you need a Telegram-App, if you want to see the signals. Yeah, we make very good profits here with trading signals. You need a Telegram app. You can find us on t.me/sgeldercoins with S at the end. You can find the app at telegram.org. It's for Windows, Android and Apple. Some facts about BitMEX, where we give the trading signals. As noted by Forbes, the exchange has a daily trading volume upwards of $3 million and posted a revenue of 83 Million US-Dollar in 2017. Einige Fakten über BitMEX. Forbes schrieb, dass die Coinbörse ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 3 Millionen US-Dollar hat und einen Umsatz von 83 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 machte. Wie gesagt, die Trading-Signale von BitMEX finden Sie im Telegram-Kanal und nirgendwo anders. Nicht auf Twitter, nicht auf YouTube, nur in meinem Telegram-Kanal. Yeah, there was a big conference in New York the last week. I don't want to say too much about it, just that Vitalik Buterin, yeah, one of the co-founders of Ethereum, did not attend for various reasons. Ja, da war eine große Konferenz in New York gewesen, eine Krypto-Börsenkonferenz, ja, und ich will nur dazu sagen, dass der Gründer, der Mitbegründer von Ethereum dort nicht war, aus verschiedenen Gründen. Clippercoin La Capital launched Hongkongs first cryptocurrency investment bank. Clippercoin Capital hat Hongkongs erste Kryptowährung Investmentbank gelauncht. Bitcoin Cash, Litecoin and Zcash get added on Gemini Exchange, the exchange from the Winklevoss Bros, where you need at least $250,000 to start trading. Bitcoin Cash, Litecoin und Zcash wurden bei der Gemini-Börse hinzugefügt. Die Börse von den Winklevoss-Brüdern, bei der sie mindestens 250.000 US-Dollar benötigen, um handeln zu können. Yeah, now it's coming a very fantastic, awesome, great news for all Ethereum-based coins. And MyCoin, the Geldcoin, SGLRGR, yeah, is Ethereum-based CME Group, yeah, the Chicago Mercantile Exchange Group, established a partnership with Crypto Facilities to launch Ether-based indexes to be used in its platform. Das sind fantastische Neuigkeiten für alle Ethereum-basierten Coins und SGLRGR, Geldcoin ist Ethereum-basiert. Die Chicago Merchant Exchange hat eine Partnerschaft geschaffen mit Kryptoeinrichtungen, um Ethereum-basierte Index zu launchen, weil hier in deren Plattform genutzt werden. Rob J. Duzersen left the Commonwealth Bank of Australia, it's the biggest bank in Australia, to join a blockchain project, Block One, as Chief Operations Officer and Group President of the company. Rob J. Duzersen hat die größte Bank Australiens, die Commonwealth Bank von Australien, verlassen, um bei dem Blockchain-Projekt Block.One als CEO und Gruppenchef der Firma anzutreten. That's a funny pick here.
Warren Buffett, he's anti-Bitcoin, anti-Crypto. We thought it was double, the bubble. It's of course, it's not real, yeah. It's a Photoshop. Lustige Bild hier von Warren Buffett. Er ist ja anti-Krypto, ja. Yeah, just to tell you, yeah, on May 14th, I gave 50 times advice to trade Bitcoin against US dollar. And until now, yeah, from these 50 times, I was 49 times correct. That means 40 times I was in profit, ja. Yeah. Ich will Ihnen nur sagen, ich gebe Ihnen die Bitmex-Hinweise, ja, hier in meinem Telegram-Channel. Und von 50 Hinweisen war ich bisher 49 Mal korrekt gewesen, ja. Das heißt 49 Mal im Profit, ja. Beim Trade von Bitcoin und US-Dollar. Yeah, Nasdaq Powered Crypto Exchange DX to launch next month. Yeah, Nasdaq unterstützt Kryptohandelsbörse. DX wird nächsten Monat launchen im Juni. Thomson Reuters followed cryptocurrency with a real-time rate tracker. The launch could be a sign that Reuters is considering embracing crypto digital asset class on its trading platforms. Reuters zeigt nun Echtzeit Kryptowährungsdaten an. Es könnte ein Zeichen sein, dass Reuters ebenso bald Kryptowertanlagenhandel anbietet. Yeah, eventually NTV, the German channel and the Welt maybe show also coming soon real-time crypto values, yeah, on the ticker and on the screen. Eventuell zeigen ja auch NTV und Welt Realzeit-Kryptowerte im Ticker-Laufband am unteren Bildschirm an. On its sixth birthday, Coinbase received high praise from Shapeshift Eric Voorhees. He tweeted, "Coinbase remains the most successful and important company in the crypto industry." An seinem letzten Geburtstag hat Coinbase großes Lob von Shapeshift Eric Voorhees erhalten. Er tweetete, "Coinbase bleibt die erfolgreichste und wichtigste Firma in der Kryptoindustrie." Novogratz, highly respected investor on Wall Street Insider, says everyone should invest in crypto and should have at least 3 to 5% of his portfolio in it. He has himself 10% invested in crypto. Novogratz, ein hochangestellter Investor on Wall Street Insider, sagte, dass jeder in Krypto investieren sollte mit mindestens 3 bis 5% von seinem Portfolio. Er hat selber 10% in seinem Krypto-Portfolio investiert. Genau, der Geldcoin ging hoch insgesamt auf 100, beziehungsweise um 134,43%. Ja, das war eine Allzeithochposition, was das Volumen angeht, von mehr als 50.000 wurden es dann. Ja, hier steht 35.000, das wurden mehr als 50.000 an diesem Tag. Ja, das war eine Position von rund 2.000 Coins auf der Position 635. Ja, bei Jobit sind wir 333,4% in die Höhe geschossen und waren der Coin, der im Handel mit Bitcoin stand, auf Position Nummer 32. Ja, super gut. Super gute Woche für den Coin gewesen. US Package Delivery Giant FedEx is ready to implement Blockchain Technology. US-Paketlieferer Gigant FedEx ist bereit, um Blockchain-Technologie zu implementieren. Taiwan Bank deploys Ethereum-based Blockchain Payment System. Die Taiwan Bank setzt Ethereum-basierte Blockchain-Zahlungssysteme ein. Yeah, you see here the volume from the World Coin Index. The volume of 53.083 US Dollar, yeah. From Escalda GR Geldcoin. Sie sehen hier das Volumen, ja, 53.038 US Dollar war das gewesen innerhalb von 24 Stunden. Und hier auch die Position. Position 604 waren wir hier, sind hoch auf 550, glaube ich, ungefähr. Yeah, you see here again, I write it here. We went even up to number 29, yeah. Position 29 in exchange with Bitcoin. Yeah, now my voice gets awesome. And we had a trading volume on Bitcoin of 8.3, on Yobit of 8.3 Bitcoin, yeah, within 24 hours. Ja, Position 29 bei Yobit im Handel mit Bitcoin und einem Volumen von 6,1 innerhalb von 24 Stunden.
Ja, genau, es war 6,1. Der Rekord liegt bei 8,3. Cryptocurrencies will never be affected by hyperinflation like in Argentina, Greece, Cyprus, Russia, Germany and in the 20s and some other countries. This makes them so valuable. Kryptowährungen werden niemals von Inflation betroffen sein, wie es in Russland, Argentinien, Griechenland, Zypern, Deutschland in den 20ern und anderen Ländern bereits der Fall war. Das macht dieses so wertvoll. Ja, Geld hätte stronger volume than XVG, that means on Yobit. XVG ist Verge, ja. Geld hatte an diesem Tag ein höheres Handelsvolumen als XVG, als Verge bei Yobit. Coinbase is launching four new products for institutional investors: Coinbase Custody, Coinbase Markets, Coinbase Institutional Coverage Group and Coinbase Prime. Coinbase wird vier neue Produkte launchen für institutionelle Investoren: Coinbase Custody, Coinbase Markets, Coinbase Institutional Coverage Group and Coinbase Prime. Amazon's Cloud Computing Arm is looking to make it easier for customers to use blockchain. With a new partnership announced today and they teamed up with a new startup called Kaleido. Amazon hat eine Partnerschaft mit Kaleido geschlossen, um deren Cloud-Service-Kunden Blockchain näher zu bringen. You see some statistics, sehen hier einige Statistiken von meinem Handel auf BitMEX. Further awesome news just from now, eToro Trading Platform will open US office soon and wants to open for hundreds of Ethereum-based Tokens der Plattform, so they can be exchanged each other. Weitere fantastische News just von jetzt. eToro Handelsplattform wird ein US-Büro eröffnen und wird für hunderte von Ethereum-basierte Token den Handel eröffnen. Fantastische News auch für Monaco Card, ja. Finden Sie auf dem Telegram-Kanal. Great News von Monaco. Florida's first US county to accept Bitcoin for tax. Florida ist der erste US-Bundesstaat, der Bitcoin zum Steuerzahlen akzeptiert. Icon, one of the biggest blockchain networks in the world, partnered with Messenger up Line. It has 200 monthly users from Japan and founded Unchained to bring Line on the blockchain. HTC will bring out a blockchain smartphone. It's the new normal, blockchain everywhere. Icon, einer der größten Blockchain-Netzwerke weltweit, hat mit der Messenger-App Line 200 Millionen monatliche User eine Partnerschaft geschlossen und Unchained gegründet, um Line zum Blockchain zu bringen. HTC wird ein Blockchain-Smartphone herausbringen, das ist das neue Normal. Blockchain überall. The biggest community in the crypto world is the Ethereum Community. Die größte Community in der Kryptowelt ist die Ethereum Community. We As Galagia, with the symbol GAL, solve a problem, finance, business, investment, education deficit. So we are here to stay. Wir lösen ein Problem, ja, mit dem Geldcoin, Finanz, Business und Investment, Bildungsdefizite. So, wir sind hier, um zu bleiben. Sorry. Entschuldigung. Bing banned now also crypto ads. Who needs ads on decentralized pages anyway? Bing, weltweit Nummer 2 Suchmaschine, hat nun ebenso Crypto Ads verboten. Japanese banking giant is launching own cryptocurrency to involve 100,000 bank accounts. French finance minister said he is now passionate about cryptos and blockchain. It's official. Stuttgart Börse launched trading of Bitcoin, Ethereum, Litecoin and Ripple. Ja, der französische Finanzminister sagte, er ist sehr passioniert über Kryptos und Blockchain. Und die Stuttgarter Börse hat angefangen, mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple zu traden. Japanischer Bankgigant wird eigene Kryptowährung launchen und an 100.000 Bankkunden testen. Chinese government ranked Ethereum number one from 28 analyzed cryptocurrencies. BTC, that means Bitcoin, got number 13. Die chinesische Regierung hat Ethereum auf den ersten Platz von nur von 28 analysierten Coins gesetzt. Bitcoin auf den 13. Platz. Sorry. Entschuldigung. US, okay, here we are. Kennt ihr some statistics, einige Statistiken. US Dollar 310 Millionen got raised in May already through ICOs. 310 Millionen US Dollar wurden bisher im Mai durch ICOs eingesammelt, ja, Initial Coin Offerings. IBM is working with Viridium Labs to issue a token.
IBM arbeitet mit Viridium Labs, um einen Token herzustellen. Krypto-Patent für Amazons Real-Time Crypto Transaction got approved. Krypto-Patent für Amazons Echtzeit-Krypto-Transaktionen wurden genehmigt. Cambridge University's First Academic joins Crypto Wallet Provider Blockchain. Der erste Akademiker der Cambridge Universität tritt dem Kryptowallet-Anbieter Blockchain bei. Ah, sorry, Entschuldigung. Yeah, the founder of BitMEX said, Asia dominates crypto, he's right. Der Gründer von BitMEX sagte ja, dass Asien dominiert Krypto, ja, weil dort die meisten handeln. Because the most come from Asia, who trade crypto, especially Japan and Korea. We have a premium group of the BitMEX Trading Signals. Wir haben ebenso eine Premium-Gruppe für BitMEX Trading Signale. Finden die Preise hier in der Telegram-Gruppe. Yeah, you can find awesome links. Yeah, you can by dancing, you can earn crypto. Yeah. Ja, und schauen Sie sich an, die schöne neue Welt, tanzen und Kryptowährung verdienen. Ja, den Link finden Sie eben hier in der Telegram-Gruppe. Goldman Sachs releases Ethereum-based Stablecoin tied to US-Dollar. Goldman Sachs veröffentlicht einen Ethereum-basierten Stablecoin, einen stabilen Preis-Coin, angelehnt am US-Dollar. HSBC, Saab, LG and many more companies are launching Blockchain Operations. HSBC, Saab, LG and many more launchen, und viele mehr launchen deren Blockchain-Operationen. Apple Buzz. Steve Wozniak damns Facebook and thinks Ethereum could be the new Apple. Ja, Apple Boss ignoriert und verkauft seine Facebook-Aktien, weil er denkt, dass Ethereum könnte das neue Apple sein. Jimmy Wales, so Wikipedia-Founder and other Blockchain and Crypto Visionaries, will speak about the hottest trends in industry in Berlin on May 28 to 29 on Blockshow Europe. Jimmy Wales, der Wikipedia-Gründer und andere Blockchain- und Krypto-Visionäre werden über die heißesten Trends in der Industrie in Berlin vom 28. bis 29. Mai bei der Blockshow Europa sprechen. Cryptocurrency Brokerage Firm Coinbase has met with US regulators to discuss applying for banking license. Kryptowährungshändlerfirma Coinbase traf sich mit US-Regulierung, um sich für eine Banklizenz zu bewerben. European Parliament passes a resolution to support Blockchain-Technologie. Ja. Das EU-Parlament wird Blockchain-Technologie unterstützen mit 52 Stimmen dafür, eine Stimme dagegen und 6 Enthaltungsstimmen. Look how mainstream this becomes. The main investor of Snapchat, Snap, founded a cryptocurrency fund. Schauen Sie, wie Krypto bereits adoptiert wird. Der Hauptinvestor von Snapchat, Snap, gründete einen Kryptowährungsfonds. Europe's most crypto-friendly countries are Switzerland, Gibraltar and Malta. Europas kryptofreundlichste Länder sind die Schweiz, Malta und Gibraltar. Yeah. So. Yeah, we have also Retirement Coin Group. Yeah, it's t.me/geldc. Wir haben ebenso eine Gruppe, wo jeder ein Grundeinkommen jeden monatlich in Coins bekommt und ebenso eine Rente. Ja? Jeden Monat bekommt er eine Rente von 1200 Coins. Schauen Sie mal rein bei t.me/geldc. Ja. Yeah. Yeah. Until here. There were the news. From 13th till today, 21st of May. I hope you listen next week again. Or just if you like reading more, then just join. Telegram t.me/escaldacoins with the S at the end. Ja, das waren die Neuigkeiten vom 13. bis 21. April aus der Kryptoszene. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, kommen Sie rein auf Telegram. URL lautet t.me/esgeldercoins mit dem S am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Thanks for your attention. Till next week.